Hallo und herzlich willkommen zurück bei Blackstreak Gaming. Ich bin der Junior und ich spiele heute wieder Enshrouded Solo. Ja, das bin ich. Sitz noch hier. Ich hab vor, zu dem Turm da hinten zu gehen und jetzt mal endlich dieses Skelettkopfding da zu töten, weil das nagt schon an meinem Ego. Nee, Spaß. Aber also ich will den schon noch getötet. Komm. Ich habe hier die Kiste gerade geöffnet und die da hinten auch. Aber da habe ich noch nicht aufgenommen, da habe ich vergessen aufzunehmen. Ich habe da was Tolles bekommen. Die Kriegerhose. 38 physischer Widerstand, 15 Magiewiderstand. Da schaue ich mal, was ich hier habe. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Nee, so. Ja, das lasse ich jetzt so und dann gehe ich jetzt da kämpfen. Ja, perfekt, neue Hose. So, die Kisten, die respawnen auch, wenn man sie ausgelockt hat. Vielleicht auch nach einer Zeit, weiß ich nicht, aber ich glaube eher, nachdem man sich ausgelockt hat. Das heißt, wenn man gute Kisten hat, dann kann man da auch wieder mal hin, um besseren Stuff zu bekommen. Ja. Okay, hier ist mein Zeug. Nehme ich jetzt mal mit. Es wird auch schon dunkel. Geht's runter. Inferno-Zauberstab. Okay. Also anscheinend ist der Typ ja gar nicht mehr. Oh doch, das chillt er. Soll ich den töten? Versuch's. Warte. Ja, nimm Feuerball 2. Ach du Scheiße, man sieht gar nichts. Er buggt. Ja, perfekt, ich hab ihn. Gut, easy. Schädelbeschwörungsgefäß. Ach du Scheiße. Ja, nein, 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 nein. Schnell reißen. Sicher ist sicher, ne? So. Es lädt. Ah, gehe ich schlafen. Komm. Wann ist Tag? Perfekt. Und dann schaue ich jetzt erstmal hier kurz mal. Ne, hier. Inferno Zauberstab, Stufe 11. Was ist der? Stufe 4. Das ist ein krasses Upgrade. Was macht der? Ah, das ist quasi der hier. Frage, vergleichen wir die doch mal. 14? Ach, 26? Ja. Der gibt aber mehr Mana-Regeneration. Ist auch seltener. Ja, der ist besser. Moment, dann mache ich das doch so. Dass ich den Eisstab trotzdem mal dabei habe. Und dann mache ich das. Drück mal hier rein. Das lasse ich jetzt erstmal hier. Dann. Was kommt da noch rein? Die Hose.
Ja, ich habe ja schon die Stiefel austauschen können. Dann kann ich hier auch reinmachen. So, dann mache ich hier noch Zeug rein. Gut. Das kommt hier rein. Soweit ich, ja, perfekt. Knochen. Giftsack. Ich habe hier noch Blumen. So, da habe ich nämlich eine Idee. Lagerfeuer. Ah, ich habe hier noch einen Flammenaltar, okay. Gut zu wissen. Mache ich jetzt mal hier hin. Da tue ich gleich was zu essen machen. Jetzt aber erstmal hier mein Zeug loswerden. Die ganzen Blumen. Ja. Nein. Ach komm. Ich will da doch nur hoch. Ja gut, hat nicht funktioniert. Ich habe sogar voll Damage bekommen. Perfekt. So, nee. Kochen. Ist hier. Oh, da sitzt da. Will dann grillen. Perfekt. Sonst gibt es nichts zu grillen, ne? Ne. So. Kann ich gerade noch irgendwas hier machen? Nee, ne? Ne, gut, dann würde ich jetzt schon wieder die Schnellreise nach da oben machen. Und versuchen, das. Den. Ding hier. Den Turm zu looten. Und dann versuche ich weiter zu laufen. Zu. Dem Schreiner. Oder zu der Tischsäge vom Schreiner. Pflanze, perfekt. Sieht mich aber nicht. Keine Ausdauer. Wasser ist jetzt auch gleich aufgebraucht, das ich Wochen getrunken habe vor der Aufnahme noch. Und aufgebraucht. Dann trinke ich nochmal. Dann geht's weiter. Waden und Stein, perfekt. Regen angehalten. Man kennt's. Ich versuche jetzt mal schnell durchzurennen. Hier gibt es eh nichts, das juckt irgendwie. Komm. Da geht's ja zu einer Warte, das habe ich gar nicht gesehen. Ich würde sagen, das mache ich, nachdem ich den Schreiner habe. Die Tischsäge für den Schreiner. Ist zwar ein bisschen dumm, weil sonst könnte ich hier direkt immer wieder zur Warte hin die Schnellreise machen und dann easy runtergleiten, aber nee, 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 nee. Oh, ist der Typ jetzt eigentlich nachgespawnt? Warte, ist die Kiste? Nee. Schade. Aber hier geht's runter, oder was? Was denn das? Ich schieße jetzt mal, dass ich was sehe. Oh nee. Mach dich ab. Was ist denn eine elektrisch geladene Fledermaus? Meine Güte. Oh ne.
Alter. Ja, das muss ich jetzt schon noch erkunden eigentlich. Alter. Ach du Kacke. Was geht da so ab? Perfekt, das hier sind auf jeden Fall irgendwie Massengräber. Alter, was ist denn hier los? Oh ne, geh runter. Denn hier, Alter, für die, das ist eine riesige Katakombe hier. Geheimtür. Kiste. Ein Jägerbogen. Okay. Lass mich mal ganz kurz. Oh ja, der Jägerbogen ist besser. Gut. Hier weiter. Nee, nicht wirklich, okay. Gut, dann bin ich hier schon mal durch. Alter, ich find's gut, dass es hier, dass er hier Ding immer Ding macht. Nicht. Ist hier nichts, okay. Alter, aber jetzt mal, wer hat es echt? Wie viele Leute hätten hier gestorben bei mir? Das, also. Wie viele Totenköpfe sind es bitte? Ja, da geht's nach rechts. Und diese beschissenen Fledermäuse. Ich glaube, ich nehme mein Schwert. Ja, guter Loot. Geisterhafter Magieschild. Das ist ein Schild. Warte. Okay. Yo. Nein, ehrlich. Das ist krass. Das ist richtig geil. Oh, Alter. Uhuhu. Einfach ein Energieschild oder so gefühlt. Und das hier. Will ich gar nicht wissen. Hier auch der Boden, Alter, das ist schlimm. Na gut, blocken muss ich nochmal üben. Vor allen Dingen, der macht auch Licht. Das ist sehr vorteilhaft hier in dem Teil. Eine Fresse. Blöden Fledermäuse sieht man halt auch gar nicht. Oh. Da gehe ich gleich hin. Aber erstmal hier hin. Was? Nee. Perfekt. Keule des Trotzes. 39. Alter, was ist das denn hier für eine Einigung? Boah, Alter. Jo. Aber jetzt mal ehrlich, was ist das denn hier für ein... Das ist ja der Himmel für Loot. Okay, da geht's nicht lang. Hat das einfach nur als Durchgang gedacht, oder was? Ja, aber da kann ich auch außenrum laufen. Ah, wohl doch nicht. Ich bin jetzt schon low. Moment, Moment, Moment.
Krankenbeere und eine Bandage ist hier, glaube ich, angebracht. Ja, das war's aber. Also das war's schon, ist in mild ausgedrückt. Ich meine, das war richtig krass hier gerade. Bluten. Alter, einfach. Insgesamt, auch mit dem Typ nach oben. Ein Zauberstab, einen heftigen. So eine fette Keule, einen guten Bogen und dann einfach dieses geile Schild. Also das Schild, das flasht mich total. Das ist richtig geil. Gibt's hier noch was? Nee, okay, schade. Dann hoch, ne? Oh. Gibt's hier noch zufälligerweise eine Kiste? Nee, okay. Ja gut. Aber ich bin klar. Geht's hier aber? Hier geht's ja noch nach oben, ne? Denke ich mal. Hier gibt's doch bestimmt für diesen Enterhaken. Da oben ist doch eine Plattform, da muss man ja hochkommen. Nicht hier. So. Ja, was bringt mir jetzt das hier? Oder vielleicht ist es halt wirklich nur Deko hier, damit es ins Bild passt. Also ist halt in, ja. Oder hier? Nee. Ja, ich glaube, das ist wirklich nur Deko. So, aber ich gehe jetzt weiter nach da. Ist ja direkt da vorne. Was ist denn hier rechts? Ah, Miasma, okay. Nee, dann will ich da nicht hin. Bin ich ehrlich. Ah, ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Das erste Mal, dass ich Wildschweine sehe, die sind safe aggro, oder? Ja. Oh. Nicht sterben jetzt. Sehr peinlich. Alter, die sind stark. Ich hab Pferd noch mitnehmen. Okay, hey, warte. Du willst es? Habe ich denn jetzt Neues bekommen? Hier, der Bogen mal. Ja. Ja, der ist es nicht, ne? Ja, das war ganz okay. Warte, heil mich mal hier. Eine Bandage. Sind die halt getrappt, ne? Ja, easy, ne? Rohes Wild. Oh, geil. Geil. Ja, ich muss weiter. Und hier? Nein, ich wollte nicht den Schwein. Okay, war jetzt nichts allzu krasses. Oh, noch eins. Hilfe! Ich habe Angst vor den Viechern. Jetzt ist der low, ne? Ja.
Easy, ne? Komm, jetzt muss ich aber wirklich weiter. Ich glaube, ich schaue erstmal noch, ob da jetzt noch was. Ey. Hör auf. Ist da jetzt noch eins? Nee. Besser so. Liegt hier was drin? Nee. Warte. Das ist eine Fackel. Komisches Geräusch, okay. Kiste. Nee, okay. Oh nee, der ist da oben, ne? Leben, ne? Das sind Pflanzen. Sie auch überall sein müssen. Da ist schon wieder eine. Oh, da hinten sind Wildschweine. Ich sag dir ehrlich, die Pflanze ziehe ich den Wildschwein sogar vor. Alter, hier ist ja überall irgendwas. Oh, Junge. Was ist denn hier für ein unruhiges Flächen? So. Kein Problem für mich. Sollte ich lieber noch kurz Wasser trinken. Okay. Muss jetzt ernsthaft hier wieder außen rum. Ich habe keine gute Erfahrung damit, irgendwie auf Berge rumrennen und dann nicht hochkommen und dann zum Schluss doch hochkommen. Und dann sterbe ich da. Schaut gern die Folge an, die Folge. Oh, was war das? 15, glaube ich. Da bin ich hier gestorben. Da ist eigentlich eine Katakombe. In dem Berg drinnen, da hinten. Da. Ich habe das aber nicht gecheckt. Ich habe gedacht, man muss auf den Berg drauf und habe es dann irgendwie geschafft, auf den Berg drauf zu kommen. Und ich glaube, da sollte man als Spieler gar nicht hin. Da waren nämlich nur so Löcher. Ich glaube, die waren dazu gedacht, halt so Tageslicht in die Katakombe zu bringen. Alter. Ich glaube auch nicht, dass das der übliche Weg ist. Okay. Ich bin oben. Wahrscheinlich ist jetzt eh auf der anderen Seite vom Berg und ich bin ganz scheiße umsonst hochgeklettert. Ah. Da unten? Nee. Was ist denn das da unten? Kann man sich aber merken. Auf jeden Fall mal. Ich bleibe jetzt hier aber auf dem Berg drauf, dass, falls es doch auf dem Berg ist, dass ich hier jetzt nicht wieder runtergegangen bin. Aber ich würde sagen, ja doch, das schaffe ich noch in der Folge. Gott, fast runtergefallen. Oh ne. Okay, zum Glück nichts passiert. Kokosnuss. Haselnüsse. Haselnüsse. Geil. Es ist wohl doch unten. Da unten ist es. Ah. Da. Ich denke, da können wir mit gutem Widerstand rechnen. Okay, na, ich habe mich kurz gesaved, nicht, dass es so ist wie Folge 16, dass ich andauernd sterbe, weil ich zu schlecht bin,
und nicht auf meine Ausdaueranzeige schaue. Okay. Ah nee, das war's wohl doch nicht. Ah, ist doch ein Gebäude, okay. Schon gedacht. Ah, stimmt, das ist ein ganzes Dorf, hatte der doch mal gemeint, ne? Oh nee. Was? Die haben Wölfe gezähmt? Ich will auch Wölfe zählen können. Ja, einen habe ich. Rennt einer rum. Rennt noch einer rum. Headshot. Schon wieder. Um. Jetzt versteckt er sich hinterm Baum. Alter, mir gehen die Pfeile aus, wenn er sich jetzt noch hinterm Baum weiter versteckt. Wenn er jetzt wieder full life ist, ne? Ah ne, perfekt. So. Wo sind die anderen komischen? Ich glaube, ich loot jetzt aber erstmal den Typ hier. Knochen. Aber wie geil, die haben den einfach gezähmt. Die Frage ist halt, ob ich den dann auch zähmen kann. Wäre halt richtig geil. Wo rennt er hin? Mann, Fresse, rennt er jetzt vor mir weg oder was? Was macht denn der? Nee. Warte, warte, warte. Ich schaue jetzt kurz mal, wie viel Schaden das macht. 20. 39. 39 Schaden ist gut. Oh ne. Hau ab. Nie. Jetzt folgt er mir. Natürlich. Mein Mikro ist abgehauen. Moment, das muss ich kurz fixen. Okay. Oh, nee, 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 nee. Das ist nicht gut, was der da macht. Okay, noch mehr Gegner. Okay, super. Eine Ausdauer. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht, was ich hier gerade mache. Junge. Bin dir mal so einen kleinen. Hätte erstes essen sollen. Ah, okay, passt anscheinend. Hau ab. Wie kann er mich denn in der Luft treffen, wenn ich in der Luft bin? Das, wie geht denn das?
Eigentlich dumm. Meine Fresse, ey. Meine Fresse, wo rennt der denn jetzt schon wieder hin? Der regt mich so auf. Ich treffe auch nichts. Und jetzt rennt er wieder weg. Was redet der eigentlich? Ja, jetzt ist er eigentlich weg. Wenn ich den jetzt freilasse, hilft er mir? Stimmt nicht. Kann ich gar nicht freilassen. Okay, warte. Ich will jetzt auch ganz kurz die ganzen Leute hier looten, die hier rumliegen. Hat er so Metallschrott, schön. Kann ich ihn denn freilassen? Der kommt da nicht raus. Das ist natürlich auch schön. So, ich gehe hier am besten hoch. Dann kann ich die schön wegmachen von hier oben. Oh. Steht da oben jemand? Kiste. Ja, gut, okay, nehme ich. Oh nee. Ich treffe nichts. Kann der mich denn treffen, bitte? So. Oh, da steht einer. So gefällt es mir, wenn die sich gar nicht bewegen. Oh Gott. Gut, dann muss er sich jetzt halt kurz beruhigen. Standort unten. Der ist da hinten. Da muss ich einfach runter. Oh, jetzt wird's auch schon wieder so dunkel gleich, ne? Ich glaube, ich muss halt wirklich nach da links, ne? Oh ne, wieso sind da jetzt zwei auf einmal? Und es wird so dunkel, ne? Ich raste aus. Ich laufe jetzt einfach weg. Oh ne, da ist das nächste. Wieso? Hä? Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Enshrouded mit dem Junior. Danke, dass ihr es angeschaut habt. Liked und abonniert, würde mich freuen und mich mega unterstützen. Schaut auch gerne die anderen Videos, Schrägstrich Streams. Und man sieht sich dann, ne? Bis dahin, ciao.